Was ist? Hören Sie das? Im Jahr 1820 wird ein Walfängerschiff DS6 von einem riesigen Wal angegriffen. Das Ungewöhnliche daran ist, dass das Tier aus einem bisher nur Menschen zugeschriebenen Vergeltungsdrang angetrieben zu sein scheint. Versprich mir, dass du zurückkommst. Versprochen. Die S6 entgeht nur knapp dem Untergang und ein großer Teil der Besatzung kommt ums Leben. Doch damit ist der Albtraum noch nicht vorbei. Die Besatzung, zerrüttet durch den Verlust der Kameraden, steht vor einer schwierigen Aufgabe. Der unerfahrene Kapitän George Pollard versucht, in den tobenden Gewässern einen sicheren Kurs in die Heimat zu bestimmen, während der abgebrühte erste Offizier Owen Chase nur auf Rache gegen den Wal sinnt. Haben Sie Familie? Wir kommen wieder nach Hause. Sagen Sie's! Sagen Sie's! Sagen Sie, dass Sie Angst haben! Das werde ich nicht tun. 30 Jahre nach den Ereignissen recherchiert Autor Herman Melville das Schicksal der S6 und schreibt ein Buch darüber, den Klassiker Moby Dick. Wir nahmen Kurs in Richtung Wahnsinn. Als wären wir Geister, Phantome. Vertrauen wich Zweifel. Hoffnung wich Aberglaube. Inszeniert von Ron Howard sollte der Streifen bereits im letzten Jahr veröffentlicht werden, doch um sich seine Chance auf die Oscarverleihung zu wahren, wurde der Filmstart kurzerhand um ein Jahr verschoben. Die Tragödie der S6 ist eine Geschichte von Männern,